Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Heute kommt der siebte Teil der T3 Restauration. Und zwar heute geht es um Lackieren, Basislack, Klarlack bei meinem Bus. Und ihr könnt euch hier sicherlich noch daran erinnern, wie der Bus hier aus der Halle gerollt ist nach dem Grundieren mit Epoxy-Grundierung. Die haben wir natürlich wieder komplett größtenteils wieder runtergeschliffen, damit wir dann eine glatte Oberfläche bekommen. Und am Ende sieht der Bus natürlich relativ fleckig aus. Wieso, weshalb, das klären wir später nochmal. Jetzt geht es erstmal darum, was ich alles gemacht habe. Und los geht es natürlich mit der Farbe Weiß. Ne? Ihr wisst ja, der Bus wird zweifarbig. Unten Weiß, oben Rot. Und wir mischen hier Basislack an hier. Und 2:1 wird das Ganze mit Verdünnung gemixt. Und natürlich brauchen wir eine Lackiermaske. Ne? Wir fangen hier mit Weiß an. Richtig schön abkleben, das ist das A und O. Saubere Kanten, nutzt auf jeden Fall Linierband zum Abkleben, wenn ihr eine Mehrfarbenlackierung habt. Und dann muss man sich so ein bisschen reinfuchsen in das Lackieren. Hier sehen wir schon hier, wie ich den roten Basislack auftrage. Die Türen habe ich aufgestellt, ne, also ne, hintereinander weg, sodass ich immer um die Türen rumlaufen kann und diesen Spritzgang im Prinzip in einem Durchgang machen kann. Also ohne jetzt diese Türen wieder anheben zu müssen, ne? Mit dem Risiko, dass die ganzen umfallen oder dass man vielleicht da in den frischen Lack reinfasst. Wenn man das erste Mal macht, ist das nicht so einfach. Man muss sich unglaublich konzentrieren und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich hier nicht alles filmen konnte, weil erstens wird die Kamera schnell versaut hier bei dem ganzen Sprühnebel und zweitens ja, muss man sich einfach konzentrieren und ich habe hier mehrere Tage dafür gebraucht, aufgrund auch der Mehrfarbenlackierung. Na, hier sind wir schon bei Rot. Hier an einer Tür. Ich habe jetzt erst die ganzen Türen gemacht. Als die dann fertig waren, habe ich die an die Seite gestellt und dann den kompletten Bus lackiert. Von innen, von außen. Ja, unter Kunstlicht zu lackieren ist nicht so leicht, weil der Farbunterschied zum Außenlicht, also zum Sonnenlicht, ist doch schon relativ groß. Hier sehen wir, der Basislack ist drauf und danach kommt der Klarlack drauf. Was man hier sieht, der Klarlack hat hier leider auch einige Orangenhaut. Das hat mich am Anfang so ein bisschen beunruhigt und ich habe da eigentlich ohne Ende Lackschichten draufgehauen, weil ich dachte, da ist zu wenig drauf. Ich hatte auch keine Läufer im Prinzip. Aber das hat jetzt andere Ursachen gehabt, da kommen wir aber nochmal in einem nächsten Video dazu. Nichtsdestotrotz ist das kein großes Drama. Man kriegt diese Orangenhaut weg, es ist viel Arbeit, aber ihr kriegt am Ende ein richtig professionelles Ergebnis. Ihr bekommt Lackläufer weg und ihr bekommt auch die Orangenhaut weg, sodass ihr wirklich eine tolle Oberfläche bekommt, die, ja, wenn ihr es richtig gut macht, letzten Endes auch einer professionell lackierten Lackierung nicht nachsteht. Wenn das Ganze durchgetrocknet ist, dann zieht ihr natürlich hier dieses Linierband wieder ab. Die Kanten sollten möglichst sauber sein, nichtsdestotrotz, bei mir kommt hier noch eine Ziernaht drauf, also eine Doppelziernaht. Allein bei Weiß und Rot lässt sich natürlich wunderbar mit Schwarz abtrennen und diese Linierung macht letzten Endes den Bus halt auch noch etwas schlanker. Ihr werdet gleich am Ende sehen, wie gut das aussieht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, man sieht hier ganz deutlich auch am Weiß hier zum Teil, dass ich noch Orangenhaut habe. Das ist nicht überall so. Es gibt also einige Blechteile, die wirklich total gut geworden sind, insbesondere am Bus. Aber wie gesagt, mit dem entsprechenden Aufwand lässt sich das Ganze nachher wieder in Ordnung bringen. Aber auch nur dann, wenn ihr genug Klarlack drauf habt. Wenn ihr natürlich zu wenig Klarlack grundsätzlich drauf macht, dann habt ihr natürlich auch nichts mehr, was ihr da runternehmen könnt, um dann diese gerade Oberfläche wieder hinzubekommen. Letzten Endes, diese Abkleberei ist extrem aufwendig. Also unterschätzt diesen Zeitaufwand nicht. Vor allen Dingen dann, wenn ihr von innen lackiert. Und Zweifarbenlackierung. Das ist ein gigantischer Aufwand. Und natürlich auch die Lackmengen sind natürlich hoch. Ne? Ich habe hier, ich glaube, 8 Liter Lack benutzt, also 4 und 4. Ne? Also mit der Mischung. Ich hatte nachher genug Lack noch übrig, aber ich hatte einfach auch Angst, dass ich zu wenig Lack bestelle. Hier sieht man schon die Nacharbeit. Und zwar wird der Lack jetzt hier in 3 Schritten angeschliffen. Und zwar einmal mit 1000er Schleifpapier, nass. 2000er und am Ende mit 3000er. Das sieht jetzt nicht so toll aus auf dem ersten Blick, aber keine Angst, diese Mattierung bekommt ihr wunderbar wieder weg. Wenn ihr diese Schritte durchführt,
mit dem Schleifpapier und am Ende natürlich mit hochwertiger Politur ans Werk geht. Ich habe mir dafür von 3M Politur gekauft in 3 Schritten. Die ist zwar sehr teuer, aber ich habe mir sagen lassen, die ist super und tatsächlich, die bringt was. Ne? Also irgendwie billige Politur für 20 Euro braucht ihr für sowas nicht benutzen. Das macht einfach keinen Sinn. Und auf die Euros kommt es dann auch nicht mehr an. Hier sieht man mal den Unterschied, ne, zwischen gemacht und nicht gemacht. Das habe ich auch am weißen Lack gemacht, wobei am weißen Lack fällt das gar nicht mal so schnell auf. Der Dunkellack insgesamt ist halt schon, man sieht einfach mehr, ne, wenn das dann nicht ganz perfekt ist. Hier sieht man schon die Doppelziernaht, die wunderbar auch abtrennt. Das ist eine sehr hochwertige Ziernaht, also nichts Billiges, weil die soll auch wirklich auch lange halten. Und man sieht hier wirklich nach dem Polieren ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Natürlich haben wir im Detail noch ein paar Macken drin und so weiter, aber die werde ich mich, um die werde ich mich noch kümmern. Aber zunächst geht es jetzt erstmal darum, den Innenausbau ein bisschen zu komplettieren. Und ich habe jetzt einmal rundum poliert. Natürlich noch nicht perfekt. Es ist erst ein Durchgang gewesen. Man kann das Ganze noch zur Perfektion treiben, indem ich dann noch einen Durchgang mache. Aber das kann ich auch irgendwie Wochen später noch machen, nochmal, wenn ich die Innenausstattung gemacht habe. Hier exemplarisch nochmal das Anschleifen von der ganzen Geschichte. Na, dieses Anschleifen halt mit 3 verschiedenen Schleifpapieren. Na, also ihr fangt mit 1000er an, mit 2000er und am Ende 3000er. Und dann kommt die Maschine zum Einsatz. Na, die Poliermaschine hat dann verschiedene Aufsätze mit verschiedenen Stärken. Wenn ihr da genau wissen wollt, wie das geht, ich könnte euch das erklären, aber es gibt da schon wunderbare Videos auch bei YouTube, wie man das professionell macht. Und letzten Endes solltet ihr auch auf das achten, was der Hersteller von der Politur vorgibt. Und am Ende habe ich dann hier nochmal so ein Mikrofasertuch oder Fließtuch, um das Ganze noch ein bisschen aufzupolieren. Ist natürlich hier noch ein bisschen schmierig, aber das ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht fertig, komplett fertig für ein Showroom, sage ich mal, lackiert bzw. poliert. Aber jetzt sieht das Ganze gut aus und ich habe auch im Prinzip ja die Orangenhaut ja gut wegbekommen. Man kann das Ganze natürlich noch zur absoluten Perfektion treiben, wie gesagt, aber nur dann, wenn genügend Lackschichten drauf sind. Ja, das ist jetzt der Stand. Das Ganze hat, wie gesagt, sehr lange gedauert und ich habe jetzt aber auch hier das Video relativ spät erst geschnitten und mich jetzt erstmal um den Innenraum gekümmert. Ich bin jetzt am Innenraum dabei. Ja, und so nach und nach geht es jetzt weiter. Allerdings habe ich natürlich meinen Zeitplan jetzt mit Sommer diesen Jahres, geht einfach nicht, weil der Zeitaufwand ist schon enorm. Ne? Also, wen das weiter interessiert, wie es hier weitergeht mit meinem Bus, der schaltet wieder ein, wenn das nächste Video online ist. Und ich sage bis bald.